Ja, auch von mir einige Gedanken zu Möglichkeiten radikaler Solidarität. Mein politischer Arbeitsschwerpunkt liegt seit Jahren in der Solidarität mit den Unterdrückten im Nahen Osten bzw. in Westasien. Und ich will euch einige Gedanken präsentieren, die ich vor kurzem auf einer Veranstaltung zu Israel-Palästina geäußert habe und die hier sehr gut reinpassen. Für mich ist die Kritik an der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete seit 67 eine prinzipielle Frage des Internationalismus und der Solidarität. Und diese Frage ist zugleich eng verbunden mit der Unterdrückung der Kurdinnen und dem türkischen Kolonialismus und der Solidarität mit der kurdischen Freiheitsbewegung. Und sie ist auch eng verbunden mit der Besatzung der Westsahara durch Marokko seit fast 50 Jahren. Diese Verbundenheit besteht nicht zuletzt in der sehr vielfältigen militärischen Zusammenarbeit zwischen Marokko, Israel und der Türkei oder auch dem Krieg Aserbaidschans gegen Armenien, der ohne türkische und israelische Drohnentechnologie nicht möglich gewesen wäre. Natürlich ist klar, dass diese Konflikte alle eigene Dynamiken haben, aber für eine Kurdin, eine Sahrawi oder eine Palästinenserin fühlt sich der Knüppel des jeweiligen Besatzungssoldaten, der ihren Kopf trifft, gleich an. Was meine ich in diesem Zusammenhang mit Solidarität? Ein paar konzeptionelle Gedanken zu diesem Begriff. Solidarität verstehe ich nicht als soziale Wohlfühlkategorie, die man benutzt, um das eigene Gewissen zu befriedigen, zum Beispiel, wenn man per Mausklick mal eine Petition unterschreibt. Solidarität darf nicht harmlos sein, sie muss etwas kosten. Also auch im Sinne von, man muss bereit sein, für eine Sache wirklich einzustehen, auch wenn man dadurch ins Schussfeld geraten kann. Und ich will hier Solidarität definieren in Anlehnung an Stefan Lessenichs lesenswerten Buch Grenzen der Demokratie. Er sagt, Solidarität muss eine soziale Praxis sein, die kooperativ und transformativ zugleich ist. Kooperativ bedeutet, es geht nicht um das stellvertretende Einstehen für die Belange anderer, sondern um das gemeinsame Einstehen für beiderseitig geteilte Belange, auch über bestehende Differenzen hinweg. Und transformativ bedeutet, es geht dabei nicht um die Wiederherstellung einer gegebenen, irgendwie gearteten alten Sozialstruktur von früher, sondern solidarischer Praxis muss es um die radikale Veränderung des bestehenden gesellschaftlichen Systems gehen. Und damit zusammenhängt auch, dass Solidarität weder Identität noch Altruismus ist. Mein Ausgangspunkt als Linker, als sich als Kommunist verstehender Mensch, ist mit denjenigen der Kurdinnen oder Palästinenserinnen weder völlig identisch noch völlig von ihm verschieden. Also solidarische Praxen entstehen weder, weil wir das Gleiche sind oder das Gleiche wollen wie diejenigen, mit denen wir solidarische Beziehungen eingehen, noch deswegen, weil uns ein abstrakter Humanismus aus reiner Selbstlosigkeit dazu führt. Das eine wäre eine unkritische Identifikation und das andere wäre kleinbürgerliche Wohltätigkeit. Vielmehr, und damit komme ich zum Schluss, geht es zu reflektieren, dass unsere jeweiligen Kämpfe durcheinander vermittelt sind. Keiner unserer Fortschritte ist unabhängig von den Fortschritten der anderen. Es gibt in der Türkei einen schönen Demospruch, der sagt, entweder wir befreien uns alle zusammen oder keiner von uns wird frei sein. Und das ist die Quintessenz von Solidarität.